Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Outdoor-Smartphone-Review von Android-Hilfe. Hier haben wir jetzt mal wieder ein bisschen was ganz Spezielles, das Jazzy J9S High-End-Version. Jazzy war mir persönlich nicht bekannt, finde das Motto Just Fighting aber echt witzig, also für eine Smartphone-Company durchaus lustig. Und das J9S, die Themen ist das J4S, ist halt ein Outdoor-Gerät, aber das hat einige, sagen wir mal, Tricks auf Lager, die ich euch natürlich nochmal genau zeigen werde. Aber erstmal, wie gehabt, schauen wir uns den Verpackungsinhalt an. Das ist eine relativ Standard-Pappverpackung, hier schon ein bisschen eingerissen. Und hier haben wir, finde ich relativ witzig, das Certificate of Quality. Kann man sich wohl selber einfüllen, was man auch immer als, wo man auch immer die Qualität jetzt zertifizieren will. Kann ich jetzt auch mein anderes Handy reinpacken. Und eine Warranty Card, auf der auch absolut nichts draufsteht. Muss man aber auch selber ausfüllen. Und ein kleines Handbüchlein, wo das ganze Gerät mal beschrieben ist, inklusive Suona, was auch immer Suona ist, und dem Center Hole und der Data Plate. Nicht unbedingt sehr, sehr aussagekräftig, aber dafür sind die meisten Sachen eigentlich relativ gut beschrieben, denn das Gerät hat so einige Features, die man nicht sofort erraten würde. Dann haben wir hier noch ein Charging Brick, natürlich, Fast Charger. So, und hier kommen wir jetzt dann zu einer netten kleinen Dreingabe. Das sind Kopfhörer. Die sind so mit so einem gummierten Kabel. Also es ist nicht jetzt gewoben oder sowas, sondern einfach nur so Gummi. Soundqualität ist akzeptabel. Und dann hat man hier noch einen Schraubenzieher und zwei SIM, also Nano-SIM auf Micro-SIM, wenn ich mich nicht irre. Und wie gesagt, ein USB-C-Kabel. Das ist schon mal gut, dass es einen USB-C-Anschluss hat und nicht Micro-USB oder ähnliches. So, das packen wir mal kurz alles weg. Das behalten wir hier. Und jetzt widmen wir uns mal dem guten Jazzy. Erstmal hier haben wir die Rückseite. Da sieht man schon mal die Data Plate. Das ist wahrscheinlich der Pass-Through für NFC und so weiter. Denn das Gerät ist wirklich absolut robust, wasserdicht natürlich, sturzgeschützt und so weiter. Und ich denke mal, damit hat man das dann ein bisschen umgehen können, dass die Verbindung trotzdem gut ist. Hier hat man dann drunter den SIM-Slot. Den werde ich jetzt schon mal eben kurz aufmachen. Dann kann ich euch nämlich zeigen, das ist ein bisschen anders, als ihr es vielleicht kennt. Hier nimmt man nämlich diesen Schraubenzieher und drückt den da rein. Und dann hat man das Ding am Haken. Und da sieht man, zwei SIM-Slots hat man da. Und man kann natürlich noch mit dem Adapter seine Nano-SIMs verwenden. Darüber sieht man dann den Fingerabdrucksensor. Der sitzt unter der Kamera, ein bisschen schwierig zu erreichen, aber nicht schlimm. Also es geht. Und daneben ist das, wie es hier beschrieben ist, Industrial Interface. Da kann man wohl irgendwas anschließen. Erinnert mich ein bisschen an das beim Essential Phone. Allerdings haben wir nichts hier, was man da anschließen könnte, und ich habe auch keine Ahnung, was es dafür gibt. Aber es ist da, falls man es möchte. Kamera, Blitz, Mikrofon. Und so weiter, alles da. Hier unten nochmal eine Beschreibung von wegen wasserdicht und Fingerabdrucksensor und UMI-Display. Das heißt wahrscheinlich stoßresistent und NFC. H2O Submersible, IP68 zertifiziert. Das heißt, man kann damit auch ruhig mal baden gehen. So, jetzt kommen wir zum einen der interessanteren Features. Die rechte Seite ist ja noch relativ normal. Power-Button, Lautstärke-Buttons, alles so hier eingeschraubt. Und aber die andere Seite hat zwei Buttons, nicht beschriftet. Da weiß man jetzt so nicht unbedingt, was die Buttons sind. Aber das zeige ich gleich, wenn das Gerät an ist, denn da kann man einige coole Sachen mitmachen. Und auf der Vorderseite hat man unterhalb des Displays einen Menü-Button. Das ist kein Multitasking-Button. Hier ist es so gelegt, dass das der Menü-Button ist, wie man es von frühen Samsung-Geräten kennt. Und der Home-Button, der gleichzeitig Multitasking-Button ist, der Zurück-Button und das Sonora, oder wie auch immer es hieß, der Lautsprecher. Mikrofon, Kamera, natürlich dann oben noch einen weiteren Lautsprecher. Also ein Ohrstück und alle möglichen Sensoren, Näherungssensoren und so weiter. Apropos Sensoren, hier oben hat man noch einen Infrarotsensor, damit kann man, also einen Infrarotsensor und Sender, damit kann man seinen Fernseher bedienen, wenn man möchte. Oder man kann damit auch die Entfernung zu etwas messen und die Höhe von Gegenständen messen. Das geht über eine App, die eingebaut ist. Nettes Feature. Hier oben ist dann der Kopfhöreranschluss, versteckt unter so einer kleinen Platte, damit er natürlich auch wasserdicht bleibt. Und unten, wie sollte man es auch anders erwarten? Der USB-C-Anschluss zum Aufladen des Akkus oder zum Verbinden mit Computern. Und hier hat man noch so eine kleine Schlaufe, da kann man sich dann ein Band dran machen. Da hängt man sich das Gerät dann um. Aber ich werde es jetzt mal einschalten
Und dann schauen wir uns mal, was das Gerät sonst noch so an interessanten Software-Features auf dem Kasten hat. So, und hier haben wir das gute Jazzy jetzt auch schon mal angemacht. Da sieht man erstmal das Display. Das ist ein 5,5 Zoll Full HD Display. Also es ist wirklich durchaus gut. Ist jetzt kein überwältigendes Display. Die Helligkeit lässt meiner Meinung nach für ein Outdoor-Smartphone ein bisschen zu wünschen übrig, aber durchaus akzeptabel. Also die Response ist wirklich gut. Als SoC arbeitet hier der MediaTek Helio P10. Voll und ganz ausreichend meiner Meinung nach. Und wie man hier hinten auch entnehmen kann, 4 GB RAM, 64 GB ROM und 6150 mAh Akku. Das ist schon mal wirklich super. Also es ist natürlich kein Hochleistungs-Smartphone, aber das ist auch ein Outdoor-Gerät. Da sollte man das nicht unbedingt erwarten. Dafür hat es eine Menge Features reingepackt. Vorinstallierte Apps. Erstaunlich, also erfreulich wenig. Ein paar Sachen wie Zello, da komme ich gleich nochmal zu. Die Toolbox, diesen Remote, also Fernbedienungs-App. Und sonst nicht viel, Notebook, aber meistens sind wirklich die Google-Apps drauf. Und wenn man hier mal drauf guckt, Zello, das ist mit dieser Taste verbunden. Das ist nämlich die Push-to-Talk-Taste. Die drückt man und öffnet sich Zello. Zello ist eine Walkie-Talkie-App, sagt man das so? Eine Push-to-Talk-App, also da kann man dann halt mit anderen Zello-Mitgliedern, kann man dann so Roger, Roger mit denen reden, also... Das ist natürlich jetzt ein Gerät, das für Outdoor-Sportler oder für, sagen wir mal, Bauarbeiter oder ähnliches gedacht ist, die jetzt wirklich draußen nicht unbedingt Zeit haben, dann das einzutippen, sondern hier drückt man einfach auf den Knopf und kann dann reden. Durchaus nett. Und der untere Knopf, den finde ich persönlich super. Das ist nämlich der Multifunktions-Button sozusagen. Den kann man sich ganz einfach in den Einstellungen, kann man hier die Schnelltaste auf irgendeine App, die man installiert hat, legen. Das finde ich super, also wenn man damit dann beispielsweise Kamera öffnen will, oder ich habe es hier auf Google Chrome gelegt zum Testen. Das ist wirklich toll. Und jetzt kann ich mal kurz zeigen, wie ihr seht, das ist der Einstellungsbutton. Und, nee, das war nicht richtig. Gehen wir nochmal drauf. Gedrückt halten ist Multitasking. Sonst funktioniert es halt, wie man es kennt, weiß beleuchtet sind die Tasten auch. Und sonst so ein paar kleine Features, beispielsweise hier in der Toolbox, hat man einen Druck, also Barometer praktisch. Dann natürlich... Hier kann man jetzt den Winkel von irgendwas messen, wenn man eine ruhige Hand hat oder das Gerät irgendwo hinstellt. Eine Lupe, ein Alarm, ein Herz, wie sagt man das nochmal? Pulsmesser. Der funktioniert aber über die Kamera. Das ist, ich weiß nicht, wie präzise das ist, aber im Endeffekt geht man dann drauf und hält dann seinen Finger auf die Kamera. Und dann misst er. Ich kann es jetzt mal kurz zeigen. Also das misst er wirklich über die Kamera. Da ist kein extra Herz. Wie sagt man das, Pulsmesser drin, wie beispielsweise bei Samsungs Geräten. Und es ist als, sagen wir mal, als eine Dreingabe vielleicht nicht schlecht. Was aber interessant ist der Größenmesser praktisch. Da gibt man zuerst seine Größe ein und dann hält man das Handy sozusagen so und peilt etwas an, peilt dann die obere Spitze davon an und dann sagt er einem das. Jetzt hat er hier zum Beispiel gerade die Target Distance von hier zur Wand. Ich berühre jetzt die Wand. Ich habe keine 4,42 Meter langen Arme und das sind auch definitiv keine 3 Meter, die ich hier gemessen habe. Also wie präzise das zur Kurzentfernung ist, weiß ich nicht. Als ich vorhin meine Tür damit gemessen habe, war es aber relativ präzise. Doch ich denke mal, mehr als ein kleiner Party-Trick wird es nicht sein. Also wer da wirklich genau was mit messen will, da würde ich jetzt nicht viel drauf setzen. Und natürlich... ein Dezibelmeter, hier können wir mal testen, wie laut ich jetzt hier rede. Das ist vermutlich auch nicht unbedingt super präzise, aber immerhin etwas. Sonst kommen wir mal kurz zur Software. Jo. Als Softwaregrundlage haben wir hier Android 7 mit einem relativ alten Sicherheitspatch. Könnte durchaus besser sein, muss ich so leider sagen. Aber es ist auch für so ein Outdoor-Gerät jetzt nicht unbedingt das Schlimmste. Aber eine Sache finde ich, also was mir wirklich negativ aufgefallen ist bei diesem Gerät, ist die Schwergängigkeit der Tasten. Also selbst für ein Outdoor-Gerät muss man hier wirklich viel Kraft aufwenden, um die Tasten zu drücken. Und dass ich noch nicht rausgefunden habe, wie man diese Push-to-Talk-Taste umbelegen kann. Denn, so wie ich das bislang sehe, kann man damit nur Zello benutzen. Da hätte ich gerne die Möglichkeit, da auch noch irgendwas draufzulegen, wie schon bei der Multitasking-Taste. Sonst ist das Jazzy J9S. In der, wie heißt es nochmal, High-End-Version, die andere, die Low-End-Version sozusagen, hat einen langsameren Prozessor und ein bisschen weniger Sensoren.
Aber es ist wirklich ein geniales Gerät mit einigen netten Features wie dieser extra Taste, dem IR-Blaster, dem USB-C-Anschluss, den mitgelieferten Kopfhörern und natürlich, es ist super robust, das sind sie aber eigentlich alle. Also ich bin wirklich durchaus begeistert von dem Gerät. Natürlich auch noch ein 6150 mAh Akku, das kann sich sehen lassen. Also wer jetzt wirklich ein Gerät sucht zum, sagen wir mal, Geocachen, um sagen wir mal, auf dem Bau zu arbeiten, für Extremsportarten, was weiß ich, wenn man wandern geht oder snowboarden geht oder sowas, und ein Gerät möchte, was er nicht im Stich lässt, da ist das Jazzy wirklich super. Nur die, sagen wir, die 16 Megapixel-Kamera ist jetzt nicht gerade geil, wenn man schöne Aufnahmen beim Wandern machen will. Da sollte man vielleicht auch eine Kamera mitnehmen. Aber alles in allem ist das Jazzy wirklich ein interessantes Gerät. Und mit zwei SIM-Karten-Slots und so weiter kann man da wirklich viel draus machen. Und es sieht auch ein bisschen cool aus, finde ich. So ein bisschen abgespaced, sagen wir mal. Nicht so ganz dieser Einheitsbrei bei den Outdoor-Smartphones. Aber das wäre es dann auch schon von meiner Seite. Ich sage tschüss, Leute, und bis zum nächsten Mal.